Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute schauen wir uns an, wie Satelliten gebaut werden. Viel Spaß! Wenn du die letzte Episode von Senkrechtstarter gesehen hast, weißt du schon, dass ich bei der OHB in Bremen zu Gast war und neben dem Interview mit Charlotte zum Thema Weltraumschrott auch den neuesten Reinraum der OHB besuchen durfte. Hast du dich schon immer gefragt, was das immer für eine Folie da an den Satelliten ist? Die schwarze Folie ist sogenannte Multilayer Insulation, heißt das irgendwie im Fachjargon. Das ist aber, oder man kennt das oft sozusagen auch als goldene Folie, das hat man oft gesehen an Satelliten. Mittlerweile ist sie aber schwarz, Funktion ist aber die gleiche. Und zwar kennt man das sogar so ein bisschen aus dem Alltag. Man hat das mal gesehen, irgendwie da wird ein armer, unterkühlter Bergsteiger irgendwo gerettet. Und den packen die Rettungskräfte ja erstmal in eine goldene Folie ein. Einfacher Hintergrund, der soll ja warm bleiben und entsprechend hilft diese Folie sozusagen, die Wärme im Satelliten zu halten. Und das ist auch deren Funktion, dass man sozusagen im Satelliten möglichst angenehme 20 Grad, nenne ich es jetzt mal, beibehält, damit auch die ganzen elektrischen Units gut funktionieren, weil die können selber keine großen Temperaturschwankungen ab. Der Satellit oder die Außenseite des Satelliten, die ist ja je nachdem, ob die sich gerade auf der Tag- oder Nachtseite der Erde befindet, dann tatsächlich irgendwo zwischen plus 150 und minus 150 Grad ausgesetzt. Das heißt, da will man natürlich sicher gehen, dass das nicht nach innen kommt und deshalb wird er eben in diese Folie gepackt. In der Folge heute erfährst du, wie die OHB von einer Garagenfirma zu einem Weltraumkonzern wurde. Wir fragen an aus der Vorentwicklung, was für Menschen wie lange an so einem Satelliten arbeiten. Wir gehen mit Robert in den neuesten Reinraum der OHB und lernen ganz viel über die Funktion und die Fertigung von Satelliten. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video doch gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Du hast es vielleicht schon mitbekommen, ich habe meinen Job gekündigt, um mich voll auf das Thema Raumfahrt zu konzentrieren. Ja, denn ich bin der Meinung, für das Thema Raumfahrt muss viel mehr Begeisterung noch geweckt werden. Wenn dir gefällt, was ich hier tue und du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich riesig, wenn du Senkrechtstarter durch eine Spende mit einer Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Ich bin hier mit Günther und Günther hat mich nämlich eingeladen zur OHB. Vielen, vielen Dank, Günther. Ja, sehr gern. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es gefällt dir hier und hat bis jetzt Spaß gemacht. Mega, mega, ja, super cool. Also schon so ein bisschen Kindheitstraum mal zu sehen, wie so Satelliten entstehen, ja, die man ja sonst irgendwie nur hört, dass sie über einem kreisen. Was ich total spannend fand, ist die Geschichte hinter der OHB. Denn entgegen der üblichen Strukturen in der Luft- und Raumfahrt geht die Geschichte der OHB zurück auf eine kleine Werkstatt für Schiffsmaschinenreparaturen. In dieser Firma stieg in den 80er Jahren Christa Fuchs als Geschäftsführerin ein. Zusammen mit ihrem Mann Manfred Fuchs, der sich als Luft- und Raumfahrtingenieur schon einen Namen gemacht hat bei einem Airbus-Vorläufer, ja, baute das Ehepaar Fuchs die OHB zu einem Raumfahrtkonzern auf. Also heute ist OHB ein Unternehmen in Europa als Raumfahrtunternehmen, was sozusagen eines der drei größten Unternehmen dieser Art ist. Projekte für die ESA macht, Projekte fürs DLR macht, Projekte für Staaten und institutionelle Auftraggeber macht, aber auch inzwischen mehr und mehr kommerzielles Geschäft. Wir haben 3000 Mitarbeiter in 14 Standorten in 10 Ländern und sind eine extrem vielfältige Belegschaft mit Kolleginnen und Kollegen aus fast 40 Nationen. Ja, witzig mit der Garage, das ist ja die typische Start-up-Geschichte aus dem Silicon Valley eigentlich. Genau. Ja, genau. Lustigerweise ist das so, dass die Entwicklung gerade in Deutschland und Europa, die jetzt in der Raumfahrt stattfindet, wieder dahin geht, wo OHB hergekommen ist, nämlich aus einer Garage. Im Grunde sind wir das, was man heutzutage ein Start-up nennt. Damals war es halt eine Garagenfirma oder eine kleine Schrauberbude, die halt in kleinsten und beengten Verhältnissen sich den Weg Richtung großes Geschäft und große Märkte gebahnt hat. Bevor OHB sich als Satellitensystemanbieter einen Namen gemacht hatte, baute die Firma unter anderem Experimente und Flughardware für bemannte Missionen des Space Shuttles und der ISS. In Mitte der 90er Jahre haben wir fast die Hälfte unseres Umsatzes mit solchen Aufträgen gemacht. Das ist jetzt natürlich deutlich, deutlich weniger, aber es gibt dieses Geschäft gibt es immer noch. Und interessanterweise, wir haben im Moment gerade ein Projekt für den neuen deutschen Astronauten Matthias Maurer, der ja Ende des Jahres zur ISS fliegen wird. Der wird ein Experiment mitnehmen, das wir hier bei uns weltraumtauglich machen. Sehr cool.
genau. Etwas, das mich bei meinem Besuch sehr beeindruckt hat, war die Komplexität der Satellitensysteme und wie viele Menschen über mehrere Jahre an der Entwicklung von so Satelliten arbeiten. Aber ja, ist ja auch verständlich. Damit am Ende alles mehrere hundert Kilometer oder sogar mehrere tausend Kilometer von der Erde funktioniert, müssen eine Menge an Hirnschmalz und Teamwork zusammenkommen. Hey, hey, ich bin hier in Bremen bei OHB mit Ann. Ann, was machst du bei der OHB? Ja, moin Moritz. Ich bin bei OHB die Projektleiterin für die Standardplattform, die wir gerade entwickeln. Und wie wir das genau machen, erzähle ich euch am besten im Foyer. Cool. Komm. Und wie lange dauern so diese Entwicklungsphasen? Diese Entwicklungsphase kann sich von einem Jahr pro Phase, also wir haben eine Phase 0, wir haben eine Phase A, das sind dann jeweils ein Jahr, dann eine Phase B1, die kann sich zwischen 6 bis 12 Monaten hinziehen. Also insgesamt können wir schon auf 2,5 Jahre Entwicklungsphase alleine schauen. Und dann, wenn wir uns die Implementierung angucken, also die wirklich die, das detaillierte Design und auch das Zusammenbauen des Satellitens, das kann ab 5 Jahre bis 10 Jahre dauern. Wenn ich ehrlich bin, dann wüsste ich gar nicht, wo man bei so einer Satellitenentwicklung eigentlich anfängt. Ja, da gibt es ja eine Vielzahl von Problemen, die man direkt schon am Anfang bedenken muss. Mit was für einem Team fängt man da so an? Also am Anfang des Projektes, am Anfang der Studie, fängt man wirklich mit unseren Alleskönnern an. Die sind sehr universell wissend, haben sehr facettenreich und können sich wirklich in alle Fachbereiche einarbeiten, sodass wir ein grobes Konzept finden, das wir dann später wirklich dann im Detail ausarbeiten werden mit den einzelnen Fachabteilungen. Welches Team ist so das größte in so einer Satellitenbauphase? Ja, gute Frage, Moritz. Wir fangen mit einem ganz kleinen Team an am Anfang, das sehr universell einsetzbar ist. Und das weitet sich dann immer mehr aus. Also je mehr ins Detail wir gehen, desto mehr detailliertes Know-how bringt das Teammitglied mit. Und desto größer wächst dann auch das Team, um alle Bereiche abzudecken. Das heißt, wir sprechen jetzt, wenn wir zum Beispiel das Beispiel von CO2M nehmen, das ist ein Projekt, das gerade läuft in einer Phase B2, also gerade am Anfang der Implementierungsphase. Da sprechen wir von einem Projektteam von ungefähr 50 Leuten und das wird dann weiter wachsen, je mehr Aktivitäten sich dann auch im Rheinraum einstellen werden. CO2M, das klingt irgendwie nach Treibhausgas CO2. Hat das was damit zu tun? Ja, genau. Und zwar diese Mission, die ist von der Europäischen Kommission ausgelegt, wird durch ESA ausgeführt. Und in dieser Mission haben wir als Schlussziel quasi CO2-Hotspots zu identifizieren, also mit einem Instrument, das dann feststellen kann, welche CO2-Emissionen sind wirklich von Menschenhand gemacht, um dort dann auch in der Zukunft zu agieren. Und guckt dieser Satellit dann irgendwie auf Europa oder guckt er sich die ganze Welt an? Der guckt sich quasi die ganze Welt an. Es fängt mit einem Satelliten an, aber wir werden dann eine Konstellation aufbauen. Also wir bauen dann noch einen zweiten Satellit, um dann wirklich eine globale Abdeckung zu haben. Und diese Copernicus-Mission, also diese CO2-Messmission, wer bezahlt die? Die wird durch die Europäische Kommission bezahlt und zwar bei der letzten Weltklimakonferenz wurde festgelegt, dass wir diese Kapabilität in Europa benötigen, dass wir wissen müssen, wo das CO2 herkommt, was die lokalen Hotspots sind. Deswegen hat sich die Europäische Kommission das Ziel gesetzt, bis Ende 2025 die Satelliten, also diese CO2-Mission im Orbit zu haben und bezahlt dann auch hier für diese Mission. Das ist quasi im Rahmen des Copernicus-Programms, also des Erdbeobachtungsprogramms der Europäischen Kommission. Was ist denn so das Spannendste an deinem Job? Gute Frage. Also ich persönlich muss sagen, das Spannendste ist, sobald man in Berührung mit der Hardware kommt. Also wenn man wirklich an die Hardware kommt und dann anfängt zu testen und dann wirklich die Ergebnisse sieht, die man sehen möchte, das bringt einen morgens aus dem Bett. Cool. Und seid ihr alles irgendwie Luft- und Raumfahrtingenieure oder wo kommt ihr so her? Also wir sind ein ganz gemischtes Team, also sowohl von Nation, aber auch vom Lehrgang. Ich bin selber Luft- und Raumfahrtingenieurin, habe in Holland studiert. Viele unserer Kollegen sind Luft- und Raumfahrtingenieure, aber es gibt eine große Bandbreite. Also wir haben auch elektrische Ingenieure, wir haben Techniker. Es gibt, wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Und was bei OHB auch noch ganz besonders ist, ist ein sehr internationales Umfeld. Wir haben zum Beispiel aus den uniken Ländern haben wir eine Kanadierin bei uns jetzt im direkten Team. Wir haben viele Italiener und einen Australier sogar. Also sehr, sehr divers, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Ann, für die Beantwortung meiner Fragen rund um die Entwicklung.
bevor ich meinen Job für den YouTube-Kanal gekündigt habe, war ich ja Entwicklungsingenieur. Und so war das total spannend für mich zu hören, wie das so in anderen Branchen läuft. Und klar, besonders natürlich, wenn es um die Raumfahrt geht. Mit Anne könnte ich mir sehr gut vorstellen, in einem Team zusammenzuarbeiten. Anne hat mir noch viel, viel mehr über die Satellitenentwicklung erzählt, aber ich glaube, du bist jetzt bestimmt erstmal heiß auf Satellitenhardware. Das heißt, es geht erstmal los mit einem Haarnetz, dann kommt ein Kittel und dann werden zum Schluss einmal die Schuhe abgedeckt. Da ist jetzt interessant, du siehst, hinten ist da so ein, nenn es mal ein Bommel dran. Und zwar, den wirst du jetzt gleich in deine Socken stecken, ganz einfach, damit du nämlich geerdet bist. Der lässt einfach einmal einen sehr niedrigen Strom dich einfließen, um sicherzustellen, dass man dann tatsächlich geerdet ist oder nicht. Tut auch nicht weh, versprochen. Genau, einmal festdrücken. Genau, und okay, wunderbar, schon geschafft. Robert ist Produktmanager bei der OAB und unter anderem zuständig für die MDG-Satelliten. Ja, für was MDG steht, das erklärt am besten Robert. Hier sind wir jetzt vor einem der MTG-Satelliten. Also MTG steht für Meteosat Third Generation, also dritte Generation von Meteosat. Und zwar geht es darum, um geostationäre Wettersatelliten. Das heißt, die sind sozusagen immer über Europa, um hier das Wetter entsprechend zu bestimmen bzw. Daten zu sammeln, um dann Wettervorhersagen zu treffen. Insgesamt handelt es sich bei Meteosat dritte Generation um 6 Satelliten. Davon gibt es auch noch 2 Typen, also es ist unterteilt, einmal in sogenannte Imager. Das ist sozusagen die Fortführung der zweiten Generation. Die machen wirklich tatsächlich einfach Bilder der Erde, wo man dann zum Beispiel Wolkenformationen sehen kann, wie die sich bewegen und so weiter. Und das eben auch dadurch, dass sie ständig über Europa sind, auch tatsächlich in Echtzeit. Und dann gibt es die sogenannten Sounder-Satelliten. Das ist jetzt tatsächlich, ich nenne es sogar mal eine sozusagen europäisches Großprojekt oder wirklich ein europäisches Standalone-Projekt, weil die gibt es uns weltweit so noch nicht. Die werden nämlich, oder die sind in der Lage tatsächlich so, ich nenne es mal, in die Atmosphäre reinzuschauen. Also statt, dass man dann nur die Atmosphäre von oben sieht, sind die in der Lage, die verschiedenen Schichten der Atmosphäre zu durchleuchten und dort durch ihre komplexen Instrumente Daten zu sammeln, wie die Wassermoleküle sich in der Atmosphäre verteilen und wie sie sich bewegen und in welcher Konstellation sie vorhanden sind. Und dadurch, und jetzt einfach mal ein ganz anschauliches Beispiel, wenn die Wolken schon da sind, dann ist normalerweise auch schon relativ bald das schlechte Wetter da. Wenn man aber deutlich früher erkennen kann durch Konstellation, Bewegung dieser Wassermoleküle, wo Wolken wohl entstehen werden, dann hat man natürlich doch nochmal eine deutliche Vorlaufzeit, um dadurch eben genauer und früher das Wetter vorhersagen zu können. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter dieser dritten Generation, vor allem den Sounder-Satelliten. Und bei den Sounder-Satelliten ist es auch interessant, dass wir hier das Instrument, das eben hochkomplex ist, in unserer Schwesterfirma in Oberpfaffenhofen bei München bauen. Und das wird dann hierher geliefert und dann kommt das sozusagen oben auf den Satelliten. Der ist eben oben noch ein bisschen leer, da kommt dann noch das Instrument drauf, um genau dann hier auch final integriert zu werden. Das heißt, wir bekommen in Europa in Zukunft eine viel genauere Wettervorhersage. Wir können also ein Stück weiter in die Zukunft schauen, als wir es bis jetzt schon können. Was für weitreichende positive Auswirkungen das für eine Vielzahl von Menschen und Industrien hier in Europa hat, kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen. Wenn du genauer erfahren magst, wie die MTG-Satelliten funktionieren, verlinke ich dir hier ein Video des Betreibers Eumetsat. Ganz interessant ist hier, dass man hier auch mal so die externe Struktur nicht am Satelliten direkt dran hat, sondern man auch mal so ein bisschen reinschauen kann, was ist denn da eigentlich so drin in so einem Satelliten. Also man sieht ja erstmal, was sieht man da, große Tanks, diese mit Silberfolie bedeckten Tanks entsprechend. Man sieht sehr viel Kabelbaum, also einfach überall auch in Silberfolie gewickelte Kabel. Und dann sieht man zum Beispiel auch solche scheibenförmigen schwarzen Bauteile. Und zwar, da ist ganz interessant, das sind sogenannte Reaktionsräder. Das heißt, die werden sich nachher im Orbit drehen und dadurch durch den Drehimpuls, den sie generieren, dreht sich der Satellit, der ja selber, sag ich mal, freien Kräften ausgesetzt ist, natürlich genau in die entgegengesetzte Richtung, als dieses Rad sich dreht. Das heißt, wenn man das beschleunigt, abbremst, kann man dadurch die Lage des Satelliten, seine Ausrichtung im Orbit steuern. Reaktionsräder spielen eine sehr wichtige Rolle in der Raumfahrt und haben eigentlich ein eigenes Video verdient. Besonders da es eine spannende Geschichte über den Ausfall einer ganzen Reihe von Reaktionsrädern in letzter Zeit gibt. Ja, würde dich so ein Video interessieren? Schreib mir einfach unter dem Video. Vielleicht hast du dich ja genau wie ich schon immer gefragt, was so ein Satellit eigentlich an Strom verbraucht.
aber der verbraucht tatsächlich nur 2000 Watt im Durchschnitt. Also das heißt sozusagen, dieser riesige Satellit, inklusive natürlich noch dem Instrument nachher, verbraucht dann ungefähr so viel wie so zwei so Desktop-Rechner. Weil natürlich alles ist immer redundant ausgelegt. Man muss natürlich sicher gehen, wenn mal was ausfällt, dass man sofort ein Backup hat, weil es kann mal was ausfallen. Aber da will man natürlich dann nicht sofort den ganzen Satelliten verlieren, sondern will man irgendwie auf die sogenannte redundante Seite schalten können. Und hier ist es so, dass die Solarpaneelen, die sind ungefähr, ich würde mal sagen, ungefähr 5 Meter lang. Wir haben 2 Stück von denen, so was ist das, ungefähr 1,5 Meter hoch. Und genau, die werden eben dazu dann für die Stromgenerierung verwendet. Und da ist natürlich auch, man muss bedenken, am Anfang generieren die deutlich mehr Strom, als was der Satellit braucht. Das wird dann in der Batterie gespeichert natürlich, oder es wird eben auch einfach sozusagen abgegeben durch Hitze. Aber am Ende des Lebens, weil natürlich der auch ständig dieser kosmischen oder der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, vor allem eben diesen geladenen Partikeln von der Sonne, dann führt das dazu, dass die natürlich langsam Schaden nehmen und immer ineffizienter werden. Und wir legen ja immer alles dazu aus, dass der Satellit zwischen 7 bis 15 Jahren, je nach Satellitentyp, im Orbit überleben kann. Und das heißt, so lange muss der auch tatsächlich dann sozusagen diesen geladenen Partikeln der Sonne standhalten können. Und dadurch schaut man, dass man eben dann immer sozusagen dieses sogenannte, bei uns im Satellitenjargon heißt das dann End-of-Life-Performance sicherstellt. Also nicht ganz am Anfang die Performance, sondern wirklich die berechnete Performance, die dann die entsprechenden Komponenten noch ganz am Ende des Lebenszyklus des Satelliten haben. Das Problem mit den alternden Solarpaneelen im Weltraum haben nicht nur Satelliten. Gerade letzte Woche hat SpaceX mit einem Cargo Dragon neue Solarpaneele zur ISS gebracht. Und die in die Jahre gekommenen Original-Solarpaneele, die sollen dadurch unterstützt werden. Was mich auch brennend interessiert, was so ein Satellit eigentlich kostet. Also zum Beispiel bei MTG ist es so, also da bezahlt man schon einige 100 Millionen Euro pro Satellit. Also die sind wirklich sehr teuer, dadurch, dass sie einfach diese extrem komplexen Instrumente haben. Aber es kommt natürlich immer extrem auf den Satellitentypen an und vor allem auf die ganze Entwicklungsarbeit, weil je mehr Satelliten man baut, desto günstiger wird es natürlich auch. Aber weil wir ja viel, sag ich mal, Einzelfertigung oder geringe Mengen haben, dann ist es meistens so, dass die Entwicklungsarbeit tatsächlich den größten Teil des Aufwandes aufnimmt und dadurch eben die Satellitenpreise dann natürlich sehr hoch sind. Klar, wenn man so hochkomplexe Satelliten in sehr geringen Stückzahlen oder sogar als Einzelstück baut, ja, können die Entwicklungskosten immens sein. Bestimmt auch ein Grund, warum wir immer mehr Konstellationen aus baugleichen Satelliten sehen. Aber auch viele kleine Sonderlösungen können so einen Satelliten sehr teuer machen. Man sieht hier einerseits diese silberne Folie, aber dann sieht man daneben ja auch sowas Goldenes. Und dieses Goldene ist tatsächlich Kupferbraid, heißt das. Das erfüllt die gleiche Funktion, aber das ist tatsächlich deutlich schwerer als die Silberfolie. Und dann haben wir uns, um den Satelliten möglichst leicht zu behalten, tatsächlich die Arbeit gemacht, dass hier in mehreren tausend Stunden diese ganze Silberfolie per Hand um die Kabel gewickelt werden musste, statt dass man eben dieses fertige Braid dort aufzieht. Aber das hat dann nachher irgendwie 20, 30 Kilo gespart und das hat man dann gesagt, das lohnt sich dann tatsächlich. Vielleicht führt die Industrialisierung der Raumfahrt, die wir gerade erleben, ja dazu, dass es mehr Spezialkabel von der Stange gibt. Verkabelung ist auch ein gutes Stichwort. Die wird nämlich vor dem Einbau in den Satelliten an einer Attrappe getestet. Also hier, Moritz, ist ja noch was, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Satellit, aber ist eigentlich nicht wirklich einer. Und zwar, das ist dazu da, um den ganzen Kabelbaum zu fertigen. Also wir haben hier bei MTG tatsächlich mehr als 20 Kilometer Kabel pro Satellit verbaut. Und natürlich, die müssen auch irgendwie zusammengehalten werden, wenn die gefertigt werden. Weil wenn man die sonst irgendwie auslegen würde, das wäre ja ein riesiger gordischer Knoten unterm Strich. Das heißt, die werden hier in so einem simplen Alu-Nachbau des Satelliten erstmal gefertigt und dann gibt es hier eine hochkomplexe Prozedur, um die hier rauszulösen und dann vorsichtig rauszunehmen und als Ganzes auch wieder in den Satelliten einzuführen und einzubauen. Wenn du schon länger auf Senkrechtstart unterwegs bist, weißt du, dass ich mich sehr für Antriebssysteme interessiere. Und so war ich natürlich sehr darauf gespannt, was Robert zum Thema Satellitenantrieb zu sagen hat. Der Satellit selber, um den Orbit zu erreichen, hat er tatsächlich nur ein Triebwerk. Das ist so ein sogenannter 400 Newton Thruster, also so viel sozusagen Schub generiert er.
Und dann hat er aber noch ganz viele zusätzliche kleinere sogenannte Triebwerke, die nennen wir einfach Thruster. Und zwar, die sind nämlich dazu da, um neben den Reaktionsrädern, die wir vorhin ja schon mal gezeigt hatten, eben auch sicherzustellen, dass man noch eine zweite Möglichkeit hat, den in seiner Lage im Orbit zu drehen. Das heißt, die können auch sozusagen dadurch, dass sie an einer Seite einen Impuls geben, dann den Satelliten um die eigene Achse drehen, je nachdem, wie es benötigt wird. Und das wird vor allem verwendet, oder jetzt fragt man sich vielleicht, warum gibt es denn irgendwie sowohl Reaktionsräder als auch dieses Thruster, ist ja irgendwie doppelt gemoppelt und zusätzlicher Aufwand, den man da in diesen Orbit bringen muss. Und es ist aber tatsächlich so, dass die Reaktionsräder irgendwann, hat man die ja so hoch gedreht, dann können sie nicht mehr schneller drehen und dann müssen die ja sogenannt entsättigt werden, das heißt, dann wird man mit diesen Thrustern den Satelliten wie festhalten, um dann die Reaktionsräder dann in die andere Richtung abzubremsen. Und dazu werden eben zusätzlich diese kleineren Triebwerke benötigt. So ein kleines Triebwerk kostet einige hunderttausend Euro. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie beim Zusammenbau des Satelliten gegenstoßen würde, dann wäre das ein relativ ärgerlicher und teurer Fehler. Und entsprechend sind die hier sehr geschützt durch eben diese roten Boxen, die eben sicherstellen, dass wenn man trotzdem jemandem zu nahe kommt, dass nicht sofort dann entsprechend dieser Thruster beschädigt wird. Es ist auch so, dass hier natürlich wieder redundant ausgelegt wurde und dann ist es auch so, dass wir natürlich auch der Punkt Redundanz ja dieses Haupttriebwerk haben, dass es nur einmal gibt, aber wenn dieses Haupttriebwerk ausfallen sollte oder was auch immer damit passiert, dann will man ja trotzdem nicht, dass der Satellit sozusagen im niederen Orbit gestrandet ist, sondern dann werden eben diese Thruster verwendet, um ihn auch in diesen höheren Orbit zu hieven. Das ist dann weniger effizient und dauert länger, aber es ist trotzdem immer noch eine Möglichkeit, sodass die Mission nicht sofort dann scheitert. Ja, auch das kann man irgendwo nachvollziehen. Wenn man mehrere hundert Millionen Euro für so einen Satelliten aufwendet, möchte man sich doch ein paar Hintertüren offen halten, um bei Systemausfällen nicht direkt den ganzen Satelliten oder die Satellitenmission aufgeben zu müssen. Und damit die Mission nicht schon scheitert, bevor sie richtig losgeht, ist ein Teil besonders wichtig. Das Ding unten heißt ganz einfach Launch Vehicle Adapter, also sozusagen ein Adapter für die Rakete, auf die das dann nachher gebaut wird. Und das hat sozusagen einerseits die Funktion, natürlich den Satelliten während des Starts dann stabil in der Rakete zu halten. Da sind ja jede Menge Lasten, die er aushalten muss, einfach nur durch die dynamischen Kräfte, die die Rakete verursacht. Und aber nachher auch, da gibt es hier ein Feature, das ist relativ interessant, und zwar man sieht irgendwie wie diesen, ich nenne es mal Gürtel, darum. Und der ist nachher dazu da, der wird dann pyrotechnisch wirklich abgesprengt, wenn der Satellit dann von der Rakete freigelassen wird nach einem erfolgreichen Start. Und der erlaubt dann eben, dass sich der Satellit da löst. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass der immer funktioniert, weil wenn der Satellit natürlich an der Rakete bleiben würde, dann wäre das nicht so gut, weil das wäre dann doch ein bisschen zu viel extra Gewicht, die er mitschleppen müsste. Wie du vielleicht gemerkt hast, war Robert ein unglaublich kundiger Begleiter im Rheinraum und hatte natürlich noch viel mehr Spannendes rund um den Bau von Satelliten zu erzählen. Die komplette Rheinraumführung mit Robert packe ich dir in ein extra Video und das lade ich dir dann die Woche hoch. Vielen Dank, Robert, für diese super Führung. Du hast einen Kindheitstraum von mir erfüllt. Ja, ich könnte jetzt Satelliten, die tatsächlich in den Weltraum fliegen werden, mal ganz nah sein. Vielen Dank auch nochmal an Ann und besonders natürlich an Günther, der mich eingeladen hatte und den gesamten Besuch bei der OHB organisiert hat. Weiter möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Unterstützern von Senkrechtstarter bedanken. Besonderer Dank geht natürlich an meine Patreon, die mit ihrer Spende den Kanal direkt unterstützen. Ich werde die neu dazugekommen diesmal nicht nennen, da das nicht von allen gewollt ist. Wenn du dich über eine Nennung als direkter Unterstützer freuen würdest, dann schreib mir doch einfach direkt über Patreon, dann kann ich das auch direkt zuordnen. Nächste Woche geht es hier dann an dieser Stelle um das James Webb Space Telescope. Das ist eine Kooperation mit Andreas von Nigis Kosmos und ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird galaktisch. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.